Mathematik zum Mitmachen. Ich möchte 5 große Punkte behandeln. Was machen wir nach der Vorlesung? Ich sollte sagen, statt der Vorlesung. Die Vorlesung ist abgelöst, hoffentlich. Wodurch lösen wir sie ab? Zweiter Punkt, Lehrvideos anno 2013. Wie sollte man heute, könnte man heute Videos gestalten? Die Videos sind eigentlich nicht der Kern. Der Kern sind die 2 Punkte, die danach noch kommen, das Mitmachen am Computer und die Präsenzphase. Die kommen dann. Und zum Schluss will ich mich noch allgemein ein bisschen äußern zur Bildung, weil ich glaube, dass da einiges aus dem Ruder läuft. Videos und Quizze, Multiple Choice und so weiter, das kann das Richtige sein, es kann auch das Falsche sein, abhängig davon, was wir veranstalten wollen. Dem möchte ich mich zum Schluss widmen. Erstmal nach der Vorlesung. Warum keine Vorlesung mehr? Was machen wir stattdessen? Das ist ein schönes Experiment von einem Studenten des MIT. Man zeichnet mal die Aktivität eines Menschen auf. Irgendein Armband hat er da gebaut, mit dem man den Hautwiderstand messen kann. Und dann sieht man, okay, im Praktikum passiert was zu Hause und beim Schlafen passiert was, aber in der Vorlesung Nulllinie, da passiert nichts. Das spricht Bände. In der Vorlesung ist man passiv. Und das ist seit langen Jahren bekannt. Hier 1964 Richard Feynman aus dem Vorwort zu seinen Feynman Lectures. It's impossible to learn very much by simply sitting in a lecture or even by simply doing problems that are assigned. Da schreibt jemand, der die Vorlesung in Physik gehalten hat und das Buch dazu geschrieben hat. Das Problem mit der Vorlesung ist, dass sie so wenig, eines der Probleme mit der Vorlesung ist, dass sie so wenig Unterstützung gibt. Jemand steht da vorne und erzählt was für 90 Minuten und gibt aber nicht wirklich eine persönliche Unterstützung. Das hat Vygotsky schon herausgefunden, dass es da eine Zone of Proximal Development gibt. Wenn ich Unterstützung liefere, wenn ich jemanden begleite, Scaffolding ist der schöne englische Begriff dafür, wenn ich ein Gerüst baue, sozusagen jemanden anleite, dann komme ich viel weiter, hier die blauen Pfeile in dem Symbolbild, die blauen Pfeile, ich komme viel weiter als ohne Unterstützung. Das, was die Vorlesung typischerweise macht, ist das, was wir als orange sehen. Es geht nicht viel weiter. Mit Unterstützung, Scaffolding, mit einem Gerüst, Anleitung, persönlicher Hilfe geht es viel besser. Das ist das eine, und das andere ist dieses Phänomen, was Herr Schulmeister und Frau Metzger ausführlich erforscht haben. Wenn man sich anguckt, was wirklich an Arbeit reingesteckt wird in ein Studium, ist das so, dass alle sagen, sie sind fürchterlich beschäftigt und haben Zeit für nichts. Aber wenn man wirklich genau nachguckt, wirklich genau aufschreiben lässt, wie viele Minuten wofür verwendet worden sind, stellt man fest, da ist man plötzlich bei 22, 23, 24, 25 Stunden pro Woche. Das ist bei Weitem keine Überlast. Das Problem ist, dass das Studium so zerfasert ist, der Stundenplan so zerfasert ist, dass man glaubt, ganz viel gemacht zu haben, aber man hat die ganze Zeit eigentlich nur auf dem Flur gesessen und Facebook geguckt oder wie auch immer auf die nächste Veranstaltung gewartet. Offensichtlich geht da was schief an der Stelle. Es wird nicht genug Zeit investiert. Es scheint viel Zeit investiert zu werden, man fühlt sich beschäftigt, aber es wird nicht genug Zeit investiert. Das größere Problem ist dann noch zu Hause. Auf dem Flur zu sitzen in der Hochschule ist das eine, aber was macht man dann auch noch zu Hause? Man könnte es auch im Flur machen. Man sitzt vor komplizierten Aufgaben, hängt fest und gibt dann irgendwann auf nach einer halben Stunde und hofft, dass man irgendwo die Lösung findet oder es auch so durchkommt. Bücher lesen geht schon lange nicht mehr und dann hat man im nächsten Fenster Facebook sitzen oder das nächste Katzenvideo auf YouTube und auf dem Handy hat man WhatsApp, die neuesten Nachrichten. Oder muss schnell noch die nächsten Stückchen Gold einsammeln. Es gibt zu viele Ablenkungen. Man kann schlecht dabei bleiben. Zeit verpufft. Das sind alles ganz viele Gründe, aus denen das reguläre System problematisch ist. Ansatz Nummer 1, Inverted Classroom Model oder Flipped Class. An der Hochschule heißt es gerne Inverted Classroom Model, an den Schulen heißt es gerne Flipped Class, die Klasse umdrehen. Kein super neuer Gedanke, 2000 kam dieser Begriff zum ersten Mal. Wenn man sich die klassische Situation anguckt, im Hörsaal gibt es Stoff, mitgeteilt, frontal mitgeteilt. Und zu Hause sitzt man und soll üben und im Hörsaal ist man mit Facebook beschäftigt oder mit Mitschreiben beschäftigt. Das ist viel zu viel und man kommt gar nicht mit. Und zu Hause sitzt man an schwierigen Aufgaben und verzweifelt. Das kann so nicht funktionieren. Der Gedanke ist, das auszutauschen. Deshalb Flipping oder
Inverted Classroom, Flipped Class, Inverted Classroom austauschen, umdrehen. Im Hörsaal üben, im Sinne einer Gruppenübung zum Beispiel, ich sage ja später nochmal genau, was man machen kann, und zu Hause den, in Anführungszeichen, Stoff, und ich sage auch nochmal was zum Thema Stoff, ich bin überhaupt nicht glücklich mit dem Begriff Stoff an der Stelle, aber das ist der erste Gedanke hinter dem Flipped Classroom, Inverted Classroom Model. Die Zeit sinnvoller zu nutzen. Das sieht bei mir so aus, dass ich den Studentinnen und Studenten zu Beginn des Semesters eine Liste gebe, zu diesem Termin bitte dieses Thema vorbereiten, das ist das Skript dazu und das sind Videos, übrigens relativ kurze Videos, sehen Sie an, 1 Minute 46, 12 Minuten, relativ kurze Videos, das sind keine 90 Minuten Videos, die sind sehr weit runtergebrochen, dass man später auch wieder genau auf so einen Teil zurückgreifen kann. Ich wollte noch mal gucken, wie Euler ging, dann kann man nach Euler suchen und muss ich nicht erst durch die Wurzeln und so weiter arbeiten. Der Job für die Studentinnen und Studenten ist das zu Hause, oder auf dem Flur oder im Bus oder wo auch immer durchzuarbeiten bis zu dem Zeitpunkt. Und am 3. Dezember gab es dann eben einfach eine Gruppenübung sozusagen. Keine Vorlesung mehr, sondern eine gemeinsame Übung. Aufgaben, ich gehe durch die Klasse, durch das Klassenzimmer sozusagen, durch den Seminarraum, Vorlesungsraum und gucke, was passiert und wir diskutieren. Statt dass ich was frontal erzähle. Es gibt keine frontale Vorlesung mehr dann an der Stelle. Der Gedanke dahinter ist, dass man den Dozenten, die Dozentin das machen lässt, was er sie gut kann, komplizierte Aufgaben begleiten, tiefere Diagnosen zu stellen, guck dir lieber nochmal die Wurzeln an, guck dir lieber nochmal die Ableitung an dieser Stelle oder guck dir mal an, wie ein Beweis geht. Und persönliche Betreuung, das Smartphone machen wir jetzt mal aus, das kann der Computer nicht. Der Computer ist super gut in Standarderklärung, zum tausendsten Mal den Hauptnenner zu erklären. Irgendwann verliere ich dann die Geduld, wenn ich das machen muss, das kann der Computer auch mit Rückspulen und mit einer zweiten Quelle, eine Second Opinion. Wenn meine Erklärung nicht gut ist, dann gibt es 100 andere Erklärungen dafür. Und der Computer ist gut in Fingerübungen. Dazu sage ich gleich noch mehr. Und das Ganze eine Arbeitsteilung, mit der man die Präsenzlehre entschlacken kann, hoffentlich. Ich gewinne wertvolle Zeit. Das ist der Gedanke dahinter. Statt dass ich mich vorne hinstelle und was erzähle, was durchs eine Ohr reingeht und durchs andere Ohr rausgeht, gibt es etwas, was hoffentlich besser hängen bleibt, weil Aufgaben gelöst werden. Man muss selbst arbeiten. Aktivierung heißt das ja so schön. Es geht nicht darum, die Dozentinnen und Dozenten durch Videos zu ersetzen. Das darf man nicht falsch verstehen. Das kommt manchmal in den Medien so rüber. Jetzt können wir endlich alle Lehrenden rausschmeißen. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache, sondern es geht darum, dass sie auch was tun für ihr Geld. Persönlich betreuen, statt zum tausendsten Mal zu erklären, wie lineare Algebra geht. Das ist Variante 1 und was wir seit vorletztem Jahr oder spätestens letzten Jahr heftig erleben, ist Variante Nummer 2, die MOOCs, massive offene Online-Kurse. Sicherheitshalber nochmal, um alle auf den Stand zu bringen, das erste X-MOOC, X für einen MOOC, einen massiven offenen Online-Kurs, der im Sinne der klassischen Ingenieurausbildung oder Naturwissenschaften stattfindet. Ziemlich viel Wissensvermittlung mit Übungen, weniger Diskussion. 2011 das erste große von der Art von Sebastian Thun und Peter Norwig mit 160.000 Teilnehmern, von denen dann 23.000 zum Schluss auch wirklich einen Zettel gekriegt haben, eine computerausgewertete Prüfung gemacht haben, absolviert haben und dafür dann PDF gekriegt haben. Ich habe die Introduction, oder Herr, Frau XY hat die Introduction to Artificial Intelligence bestanden. Seitdem ist ja ein wilder Wettbewerb darum entbrannt, kostenlose Kurse zu machen, sicherheitshalber mal auf den Stand zu bringen, so kann das aussehen, das ist mein eigener, wie er dann aussieht bei Udacity, der geht über Differentialgleichungen, die Numerik von Differentialgleichungen. Es gibt kurze Videos, das ist die klassische Vorlesung, aber zerbrochen in winzigste Videos, zum Stil sage ich gleich auch nochmal was, das ist offensichtlich nicht der klassische Vorlesungsstil. Super kurze Videos, 1 Minute, 2 Minuten. Dann gibt es Quizze zwischendurch, ist gleich auch nochmal ein ganz dicker Punkt. Es gibt Programmieraufgaben bei mir im Kurs. Ich finde das sehr hilfreich, wenn jemand etwas programmieren kann, dann weiß ich, da ist tatsächlich was angekommen. Einfach nur so ein Rezept abzuspulen, schwierig. Aber wenn jemand in der Lage ist, so eine Simulation von A bis Z dahin zu schreiben, dann weiß ich,
irgendwas an tiefem Verständnis hat sich da, und nicht nur irgendwas, sondern ich weiß sogar relativ genau, was ich da im tiefen Verständnis habe vermitteln können. Und dazu Foren. Diese ganzen MOOCs haben massiv große Foren, auf denen dann Hunderte, Tausende von Leuten diskutieren. Die Hoffnung dahinter ist so ein Netzwerkeffekt, dass ich mit einer Handvoll Lehrender, ein Instructor und mehrere Assistants oder wie man das auch immer nennen will, dass ich mit einer Handvoll Lehrender tatsächlich Hunderttausende versorgen kann, weil zum Schluss die Hunderttausende sich selbst versorgen. Jemand beantwortet die Frage von jemand anderen. Und ich muss gar nicht groß eingreifen. Das sieht man dann tatsächlich in Aktionen, dass es dann wirklich Teilnehmer gibt, die da große Erklärungen schreiben über das, was man dann als Lehrender ausgelassen hat oder ein bisschen luschig erklärt hat. Es findet tatsächlich statt, so ein Netzwerkeffekt. Ob der reicht, da bin ich am Zweifeln, aber es gibt diesen Netzwerkeffekt. Und das Allerneueste ist, diese beiden Trends, den Inverted Classroom und die MOOCs miteinander zu verschmelzen. Inverted Classroom nicht auf der Basis von privaten Videos, handgemachten, selbstgemachten Videos, sondern Inverted Classroom auf Basis von MOOCs. Da gibt es nun diesen offenen Online-Kurs, dann kann man dessen Videos, dessen Quizzes, dessen Forum nutzen. Das geht unter diversen Namen. Ein Name ist Wrapped MOOC oder Distributed Flip, Guided Course kann es heißen. Also den Online-Kurs nutzen und an der Hochschule begleiten, mit Tutoren, mit Teaching Assistants zu begleiten. Das ist dann quasi Inverted Classroom mit MOOCs, das ist der neueste Trend. Es ist dann eigentlich nicht mehr MOOC, es ist ja nicht mehr massiv, wenn es nur noch 100 Leute im lokalen Hörsaal sind oder in der lokalen Gruppe sind. Es gibt das Forum mit ganz vielen, aber diese intensive Betreuung ist dann eben nur noch für dreistellige Zahlen von Studentinnen und Studenten. Und offen ist es in dem Sinne ja auch nicht, als dass diese persönliche Betreuung nicht für jedermann ist, sondern nur für die Eingeschriebenen, die Geld bezahlt haben, im Zweifelsfall. Das ist der neueste Trend. Die großen Anbieter von MOOCs machen das alle. Das hier ist Udacity mit San Jose und das hier ist edX mit ein paar Community Colleges und auch anderen und genauso bei Coursera. Das ist auch ein Monetarisierungsmodell. Man hofft damit Geld zu verdienen. Die Hochschulen sollen dafür Geld bezahlen. Genauer gesagt, die Studentinnen und Studenten sollen dafür dann Geld bezahlen. So hofft man irgendwann mal Geld zu verdienen mit diesen, in Anführungszeichen, offenen Kursen. Ein Umweg. Nach den ersten Resultaten sieht das gut aus, dass die Bestehensquoten viel höher sind und dass viel mehr Leute dabei bleiben, viel weniger Leute abbrechen. Alles mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil das natürlich zumindest Udacity ein kommerzielles Unternehmen ist und edX zwar formal nicht kommerziell ist, aber doch unter massivem Erfolgsdruck steht. Das wird man sich nochmal in einem Jahr und in zwei Jahren angucken müssen, ob das wirklich so bleibt, so erfolgreich. Es scheint erstmal erfolgreich zu sein. So sieht die Zukunft der Vorlesung aus in 2013. Statt der Vorlesung Inverted Classroom MOOC mit Begleitung. Die Art der Videos ist dann eine andere, als man sie so kennt. Die antiken Vorlesungsmitschnitte sind nicht das, was da typischerweise stattfindet. Es sind keine Lehrvideos, sondern eher Erklärvideos. Das wären die klassischen Vorlesungsmitschnitte. Also auch 2012 gibt es immer noch den klassischen Vorlesungsmitschnitt. Jemand steht an der Tafel und malt. Die großen Physiker scheinen das besonders gerne zu machen, wie man hier sieht. Die Alternative, die sich entwickelt hat im Netz, ist das, was Salman Khan groß gemacht hat, womit Salman Khan groß geworden ist. 2007 hat er seinen Verwandten ein bisschen Mathematik erklärt und heute sieht das eben so aus, dass es eine millionenfach genutzte Khan Academy ist, für die er Geld von Gates und Google kriegt. Und man sieht, das ist definitiv eine andere Sorte Videos als das klassische Vorlesungsvideo, der klassische Vorlesungsmitschnitt. Es ist ein Erklärvideo. Ich gehe mal in irgendein Video von mir, um zu zeigen, wie das aussieht. Das hier ist einfach ein Screenshot. Ich hoffe, die Internetverbindung lässt mich hier nicht im Stich. Ich habe so eine Seite, auf der ich alle die Videos irgendwie versammle. Mal gerade gucken, letztes Wintersemester. Ja, finde ich selbst jetzt nicht sehr gut. Warte, zwei Sommer.
keine Ahnung, hier gab es viele Aufgaben zum Beispiel zu Differentialgleichungen. Das ist dann eben nicht die Vorlesung, sondern was ich derzeit im Hörsaal mache. Es gibt Aufgaben und ich schneide die Aufgabe mit und zwischendurch schneide ich mit, was ich an Tipps gebe und ich schneide den Weg zur Lösung mit. Das wird dann relativ kurz, was dann übrig bleibt. Keine Ahnung, was uns hier jetzt begegnet. Hätte ich mir vorher aussuchen sollen. Wir sehen es dann. Nur um die Idee zu kriegen von dem Stil. Es ist nicht der klassische Vorlesungsmitschnitt. Diese Differentialgleichung y' soll sein Wurzel x mal, ausdrücklich mit mal, y plus 1 und eine Anfangsbedingung y von 2 soll gleich 5 sein. Das war die Aufgabe. Und jetzt haben die Abteilung der Variablen. Das war die Aufgabe. Und jetzt gehe ich rum und gucke, was die Studentinnen und Studenten machen. Das wird natürlich nicht aufgezeichnet. Währenddessen pausiert die Aufnahme. Und jetzt habe ich gesehen, was passiert in den ersten 5 Minuten und erzähle so ein bisschen, was ich gesehen habe, was schiefgegangen ist, was der typische Lösungsweg wäre. Die Wurzel des Produkts ist das Produkt der Wurzeln mit einem Körnchen Salz. Man müsste eigentlich ein bisschen vorsichtig sein. Und so weiter und so weiter. So sieht das dann aus. Es ist nicht die klassische mitgeschnittene Vorlesung. An dieser Stelle ist es schlicht und ergreifend, was man als Worked Example bezeichnen würde. Ein durchgearbeitetes Beispiel, aber live aufgezeichnet in der Vorlesung, die keine Vorlesung mehr ist. Ich gehe mal wieder zurück zum Video. So sieht das dann aus. Bei Salman Khan sieht es sehr ähnlich aus. Er macht es bunt auf schwarz, ich mache es schwarz auf weiß. Wenn ich meinen Vortrag wiederfinde. Da. Das geht mit minimalstem Aufwand. Ein antiker Tablet-PC, gebraucht, gekauft. Kein iPad, kein Android-Tablet. Ein richtiges Windows-Notebook mit Stift und einem USB-Mikrofon. Fertig. Das ist alles. Und ein Screen-Recorder-Programm, das gibt es gratis. Das aufnimmt, was ich auf dem Bildschirm veranstalte. Das ist der Aufwand, in Anführungszeichen Aufwand. Und das Lustige ist, dass diese Art an Videos genau das ist, was die Forschung sagt, wie es aussehen muss. Das klassische Vorlesungsvideo ist nicht das, wie es aussehen muss. Was wirklich hilft, ist diese Art von Khan-Style-Videos. Khan hat selbst ein nettes YouTube-Video gemacht, in dem er erklärt, was ein Khan-Style-Video ist. Also wenn Sie suchen nach KSV, finden Sie das auf YouTube. Seine Erklärung, was ein Khan-Style-Video ist. Es ist erstmal, obwohl es populär ist, nicht so gemacht, wie das, was man im Fernsehen sieht. Kein Klamauk und keine Spielszenen und irgendwas Unauthentisches. Es ist, als ob man neben jemandem sitzt und ihm oder ihr etwas erklärt. Auf der Rückseite eines Briefumschlags oder auf einem Schmierzettel. Das ist die Idee dahinter, das Gefühl dahinter. Keine Logos, keine Animationen, auf den Punkt gebracht. Nicht 90 Minuten, 60 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Ich habe Videos auch für die Informatik, da geht es tatsächlich dann, geht es um die ganze Lösung irgendeiner Programmieraufgabe. Die werden dann trotzdem mal 60 Minuten lang, aber in der Mathematik 10 Minuten, 15 Minuten ist die Oberkante. Alles handgemacht, die Linien sind handgezogen, das ist wieder aus dem MOOC von Udacity. Die sehen praktisch alle aus bei Udacity so. Handgezogene Linien, handgemachte Kreise. Weitgehend ungeschnitten, Udacity schneidet extrem, aber der Khan-Style ist eigentlich sehr ungeschnitten zu lassen. Braucht man einen Kopf? Ich habe sehr viele Experimente gemacht mit Computergrafik. Braucht man einen sprechenden Kopf? Braucht man eine Hand? Die gibt es bei Udacity ja auch. Nein, braucht man nicht. Ich habe die Experimente inzwischen wieder sein gelassen und mache es so, wie man es eben gesehen hat. Das Ganze kann nach hinten losgehen. Das hier ist aus einem anderen MOOC. Irgendwann wird es zu unschön. Also wenn man jetzt hier PowerPoint mischt mit einem Kamerabild, was vielleicht etwas besser hätte sein können und dann doch eher unsauberen Handzeichnungen, finde ich, es fängt an billig auszusehen. Also vielleicht vorsichtig sein an der Stelle. Es darf nicht billig sein. Es soll schlank sein, aber nicht billig. Ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis. Was ich gelernt habe, ist, wenn ich mich zu Hause hinsetze und was aufnehme,
dauert das viel länger, als wenn ich das vor Publikum mache, weil ich jeden Satz wiederhole. Ich denke mir, oh, das war nicht gut, das machen wir nochmal. Und dann muss ich das nachher wieder zusammenschneiden. Das geht gar nicht gut. Unbedingt vor Publikum aufnehmen. Man hat viel mehr Drive dahinter und man akzeptiert viel mehr Fehler, als wenn man alleine dem Rechner was erzählt. Ich versuche mir Videos nicht anzusehen, das halte ich auch größtenteils durch. Wenn wirklich ganz was schief gegangen ist, gucke ich mir mein Video insgesamt an, aber ich denke, 99 von 100 habe ich wirklich nie von A bis Z gesehen, meine eigenen Videos. Und schön ist, wenn man mit Publikum arbeitet, interaktiv mit Publikum arbeitet, Aufgaben stellt, auch in der normalen Vorlesung Aufgaben stellen würde, wenn man das täte, kann man rumgehen und sich angucken, was passiert und dann darauf reagieren. Das heißt, die Antwort oder die Reaktion auf diese Aufgaben ist auch weiter im Video zu sehen. Ich werde geerdet. Ich bin nicht so hochtrabend mit meinen Ideen, sondern ich komme auf den Boden der Tatsachen, indem ich sehe, was das Publikum kann. Vom Stil her, ich liebe das Handgemachte, weil man Sachen im Entstehen sieht. Man sieht, wie ich denke. Und genauso, wenn andere Leute so arbeiten, kann ich mitdenken. Das finde ich sehr angenehm, mitdenken zu können. Es ist nicht starkartig alles da oder nett animiert eingeblendet, hilft auch nicht allzu viel. Ich kann erleben, wie gedacht wird. Ich sehe es im Entstehen. Ich versuche das selbst noch ein bisschen weiterzutreiben, indem ich an vielen Stellen erstmal eine Struktur hinmale. Die Funktion hat zwei Anteile. Einen Blob für den einen Anteil, noch einen Blob für den anderen Anteil. Und jetzt versuchen wir das mal irgendwie gemeinsam zu füllen, was da reinkommt. Was ist das grobe Rezept und wie fülle ich jetzt dieses grobe Rezept aus? Also noch weiter runtergebrochen. Querverweise kann man natürlich schöner als im Buch und auch meist schöner als in PowerPoint wirklich quer durch den Garten mit Pfeilen. Sei es so, es ist ja handgemacht, dann macht er eben einen Pfeil quer durch den Garten. Ich liebe Hilfsvariablen, das wird wesentlich übersichtlicher mit in Anführungszeichen Hilfsvariablen, wenn ich sage, dieser grüne Ausdruck, den brauche ich wieder, dann mache ich einfach ein grünes Quadrat und wenn ich diesen orangen Ausdruck wiederbringe, weil ich wieder brauche, dann mache ich einen orangen Kringel, dann wissen alle, okay, das ist dieses Ding von da oben, das muss ich nicht nochmal hinschreiben, dann gibt es keinen Übertragungsfehler, ist es leichter zu verstehen, ganz viele Vorteile. Wiederholungszeichen wie in der Musik, warum nicht? Im Buch würde man das nicht machen, das könnte man überhaupt nicht machen. Das sieht sehr komisch aus, ungewohnt aus, aber in dieser handschriftlichen, lockeren Version kann man das bringen. Wesentlich ist für mich, dass man erstmal die Idee versteht. Das ganze Theoretische kann dann noch kommen, aber erstmal muss man wissen, worum es geht, eine Intuition entwickeln, wozu denn irgend so eine Konstruktion da ist. Ich kenne kein deutsches Wort für Math Anxiety, die Mathematikängstlichkeit. Ich glaube, das ist ein Weg, dieses Phänomen anzugehen. Das betrifft natürlich jetzt nicht die Hauptfachstudierenden in der Mathematik, aber das betrifft die Leute, die die Serviceveranstaltung in der Mathematik hören und eigentlich nicht Mathematik studieren wollen. Die kommen im Zweifelsfall mit Math Anxiety in die Veranstaltung und denken sie, das wollen wir auch eigentlich lieber gar nicht haben, die Mathematik, die blöde Mathematik. Ich glaube, wenn man das rüberbringt, dass es erstmal darum geht, Ideen zu verstehen, hat man da eine Chance. Was mache ich, damit die Ideen rüberkommen? Ich verwende möglichst wenig Variablen. Ich arbeite wirklich mit konkreten Zahlen. Ich schreibe nicht A1, 1, A1, 2 und so weiter hin. Ich schreibe konkrete Zahlen rein. Das wirkt Pilli-Palli, aber das hilft extrem, diese Schwelle zu senken. Man versteht trotzdem, was gemeint ist, auch wenn es mit echten Zahlen gerechnet ist. Selbst das Summenzeichen führt dazu, dass man Leute abhängt. Ich schreibe wirklich rein aus mit Plus und drei Pünktchen. Das ist dann nicht so sauber, klar, aber es wissen alle viel besser, was ich meine, als wenn ich eine Summe dahin schreibe mit irgendeiner Formel. Möglichst wenig Variablen. Möglichst Begründungen ohne Formeln. Je weniger Formel eine Begründung hat, umso intuitiver wird sie. Gefährlich finde ich elegante Beweise. Die sind schön in der Mathematik. Die Perlen der Mathematik sind elegante Beweise, aber diese eleganten Beweise tendieren dazu, unanschaulich zu sein. Da muss man sehr vorsichtig sein. Mir ist ein langer, anschaulicher Beweis lieber als ein eleganter, unanschaulicher Beweis. Ich möchte erstmal rüberbringen, warum etwas so ist. Nicht, wie man das möglichst kurz zeigen kann. Für die Ingenieure, die ich ja ausbilde, ist Mathematik ein Handwerkszeug. Nicht die grandiose Wissenschaft, auf der alles basiert, sondern schlicht und ergreifend ein Handwerkszeug. Deshalb achte ich auf sowas hier, schätzen, dass man das im Griff hat. Was ist E hoch minus 2 im Prinzip? Wenn das irgendwo vorkommt,
was müsste das sein? Ist das eher 100 oder 0,1 oder ist das minus 98? Da eine Idee zu haben. E ist ungefähr 3, aber ein paar Prozent weniger als 3. E hoch minus 2 ist also ein Neuntel, aber ein paar Prozent mehr als ein Neuntel. Solche Ideen zu entwickeln oder hier bei dem E hoch 0,01 irgendwie auf die Definition von E zu kommen, dass man eine Idee hat, wo das herkommt eigentlich. Verhalten im Groben für die Ingenieure, wenn die so einen Ausdruck sehen, dass die eine Idee haben, okay, wenn x groß wird, oder wie ist das an den Polstellen, Partialbruchzerlegung, wie ist das an den Polstellen, wenn x gleich 2 ist, ja, wie stark explodiert diese Funktion an der Stelle x gleich 2, da muss ich offensichtlich hier die 2 einsetzen und da vorne steht die Explosion, gibt also 1 durch minus 1, das a muss minus 1 sein, ohne Rechnung. Solche Ideen zu entwickeln, eine Anschauung zu haben davon, was da eigentlich passiert, ist nicht formal durchzuexerzieren, das kann man dann immer noch, aber erstmal eine Idee zu haben. Und Strategien, wo will ich eigentlich hin, welches Verfahren ist das geeignetste, mit welchem Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme arbeite ich jetzt oder wie löse ich jetzt diese Differentialgleichung, solche Geschichten. Erstmal über das Vorgehen nachzudenken, bevor man das anfängt. Sanity Checks, das ist ein Begriff, den ich aus der Informatik entliehen habe. Funktioniert das überhaupt irgendwie, was ich da rausgekriegt habe? Ist das irgendwie sinnvoll? Kann das sein? Habe ich eine Wahrscheinlichkeit unter Null rausgekriegt? Da müssen wir mal lieber aufpassen. Spezialfälle einsetzen, welche Spezialfälle einsetzen? Das kann man wunderschön üben. Welche Spezialfälle benutzen Sie, um zu checken, ob Sie hier das Richtige rausgekriegt haben? Oder in welchen Spezialfällen kann ich diese Herleitung einfach nachvollziehen. Grenzfälle natürlich genauso als Spezialfälle. Einheiten kann man an vielen Stellen verwenden. Das wird in der Mathematik oft vergessen, dass es ja Einheiten gibt. Das ist ja eigentlich was für die Physiker, die Einheiten, aber die helfen auch in der Mathematik, wenn zum Beispiel jemand so ein zweidimensionales Integral umrechnen will in Polarkoordinaten. Dann stellt man eben fest, wenn diese Funktion hier eine Flächendichte ist, Kilogramm pro Quadratmeter, Meter, Meter, dann stehen hier Kilogramm auf der linken Seite, wie sich das gehört. Und auf der rechten Seite, wenn ich den Faktor R vergessen habe, stehen da Kilogramm pro Meter statt Kilogramm. Das kann nicht hinhauen. Diese beiden Sachen können nicht gleich sein. Einfach ein kurzer Ausflug in die Physik und man sieht, das kann nicht stimmen. Sanity Check. Die Arbeit mit Videos ist nicht ungefährlich. Dazu gibt es jetzt schon so einige Studien, wo das Thema abhebt. Zum Beispiel die Star-Profs, von denen gerade bei den MOOCs, den großen MOOCs, Verwendung gemacht wird. Man hat die Expertin, den Experten da vorne. Die können nach hinten losgehen, die Experten. Das Problem ist, dass die Lernenden glauben, etwas gelernt zu haben. Wenn man sie fragt, was habt ihr gelernt? Glauben sie, ganz viel gelernt zu haben, aber sie haben tatsächlich genauso viel gelernt wie bei jemandem, der nicht so gut ist in der Präsentation. So ein Illusionseffekt. Je wichtiger die Koryphäe vorne, desto mehr glaube ich, gelernt zu haben, habe das aber im Zweifelsfall gar nicht. Dann gibt es Studien, insbesondere von Derek Muller, in denen er ausprobiert, wie Leute Quantenmechanik verstehen, wie Leute die Kraft verstehen in der Newton'schen Mechanik oder ob sie es verstehen, wahrscheinlich verstehen sie es nicht. Das Problem ist, wenn man zu einem Missverständnis, einem falschen Verständnis, einem schiefen Verständnis der physikalischen Kraft in ein perfektes Erklärvideo reingeht, kann es passieren, das weist er nach, kann es passieren, dass man zum Schluss mit demselben Missverständnis wieder rausgeht und sich sogar darin bestärkt fühlt. Obwohl das Video es alles richtig erklärt hat, glaube ich, mich in meinem Missverständnis bestärkt. Noch so ein absurder Effekt, so ein Illusionseffekt. Also Vorsicht vor glatten Erklärungen. Was man tun muss, ist offensichtlich, dass man Missverständnisse wirklich angeht. Man muss im Video zeigen, okay, Kraft verstehen einige Leute so, denkt mal drüber nach, warum kann das nicht sein, dass Kraft so funktioniert. Und der allgemeine Effekt ist hier der von Dunning und Kruger. Je weniger man weiß, desto überzeugter ist man von dem, was man weiß oder nicht weiß. Von seinen Kompetenzen ist man dann umso überzeugter, je weniger man weiß. Das ist sehr schwierig, wenn man irgendein Publikumsvoting, falsche Richtung. Das ist sehr schwierig, wenn man ein Publikumsvoting hat.
wenn es nach Beliebtheit geht, und danach geht es ja oft bei den Videos, insbesondere bei den MOOCs, man möchte Hunderttausende haben an Zuschauern, offensichtlich. Wenn es nach Beliebtheit geht, ist das sehr vorsichtig zu genießen alles. Man muss sich angucken, was denn wirklich ankommt. Allein das Beliebtheit-Ranking ist unsicher. Der Gedanke ist von einer Lean Backward Experience, einem Konsumieren, passiven Konsumieren von Videos, zu einer Lean Forward Experience zu kommen. Wie beim Spiel. Ich arbeite mit dem Spiel. Eigentlich ist Spielen ja Schwerstarbeit, nur wird man nicht dafür bezahlt, sondern bezahlt sogar noch für das Spiel. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Und es läuft nicht Facebook, hoffentlich nicht, sondern nur das Ding, womit ich beschäftige. Das Spiel dann nicht, sondern eben die Mathematik, hoffentlich. Eine Lean Forward Experience. Wie kann man das hinkriegen? Das ist das Allerbilligste. Es hilft nicht so viel, es hilft minimal, aber immerhin ist das ein erster Schritt, so mache ich das. Ich gebe Skripte raus, die sind aber nicht volle Texte, sondern sind Lückentexte, und die wesentlichen Herleitungen, vor allen Dingen die wesentlichen Diagramme, sieht man hier nicht, die Diagramme sind nachzutragen, man muss selbst die Diagramme machen. Das ist so wie das IKEA-Regal, was man selber aufbaut, oder wie die Tütensuppe, zu der man noch irgendein Stück Butter hinzugibt. Es wird wertvoller, als wenn das Skript fertig ausgedruckt darum liegt und vergammelt. Und es hilft gegen Ablenkungen. Wenn das auszufüllen ist, dann ist es nicht mehr ganz so leicht, zu Facebook abzuschweifen. Das ist natürlich ziemlich banal. Es ist das, was man billig machen kann, aber noch eher banal. Man kann sich bei den MOOCs angucken, wie die das machen. Die Quizze bei den MOOCs. Das ist hier auch wieder aus meinem eigenen MOOC. Das entspricht ungefähr einer Vorlesung hier. In der, wie soll ich sagen, in der Stoffmenge entspricht das einer Vorlesung. Und da ist dann alle Nase lang ein Quiz eingebaut. Zum Beispiel von dieser Art hier mit einem Multiple-Choice-Test. Die haben verschiedene Effekte, diese Quizze. Die werden typischerweise zum Dranbleiben, dem Zuschauer, die Zuschauerin fixieren am Rechner, typischerweise zum Dranbleiben benutzt. Ich glaube, dass auch noch mehr geht. Ich sehe so drei Typen im Groben. Noch Fingerübungen und tieferes Lernen. Erstmal das zum Dranbleiben. Da gibt es sogar eine aktuelle Arbeit dazu. Wenn man solche Quizze einstreut in die Veranstaltungen, hat man tatsächlich, dass die Studentinnen und Studenten zumindest sagen, sie würden im Gedanken besser dabei bleiben. Ein offensichtlicher Effekt, das wird wohl auch funktionieren. Also ein Totmannschalter wieder auf der Lokomotive. Nicht? Wenn der Lokführer bewusstlos wird, bleibt die Lokomotive stehen. Das hier ist quasi dann der Totmannschalter für so eine aufgezeichnete Veranstaltung. Wer das Quiz nicht beantwortet wird, bleiben wir da stehen. Man kann diese Quizze natürlich extrem ebenerdig stellen. Hier, das finde ich ein ganz schreckliches Beispiel. Adult learners appreciate having the purpose of the session, steht da, stated at the beginning. Eine sehr banale Frage für ein MOOC über Erziehungswissenschaften. Es sollte ein bisschen mehr Niveau haben, nicht ganz so offensichtlich sein. Es sollte schon eine minimale geistige Herausforderung sein. Das wäre etwas mehr Herausforderung. Das ist, was ich als Fingerübungen, wie beim Klavierspielen, als Fingerübungen bezeichnen würde. Ganz brutal wäre im Sinne von Skinner, die Behavioristen, Skill und Drill. Wir üben, Bruchrechnen. Ein Drittel und ein Viertel, was ist das? Hoffentlich nicht zwei Siebtel. Funktionen ableiten, Minima bestimmen, alles so, was einfach sitzen muss. Das muss man verstanden haben, es muss aber auch einfach sitzen. Da kann ich nicht drei Tage darüber nachdenken, ob der Logarithmus des Produkts das Produkt oder die Summe der Logarithmen ist. Das muss einfach da sein. Sowas kann man auf diese Weise wunderbar machen, einüben. Und man kann auch feststellen, ob Konzepte da sind, wie hier zum Beispiel Schwerkraft. Das ist auch wieder aus dem Udacity-MOOC von mir. Schwerkraft ist die Idee, klar, wie Schwerkraft, wie Newtons Formel für die Schwerkraft funktioniert oder die klassische Schwerkraft eben. Solche funktioniert, das kann man damit auch wunderbar checken. Das Schöne ist, dass diese Tests nicht nur Tests sind, ob man es verstanden hat, sie dienen gleichzeitig zum Lernen. Das finde ich ein schönes Resultat der Forschung. Man lernt aus Tests. Die Antwort schleift sich ein, ich habe darüber nachgedacht, das schleift sich ein. Und was diese Forscher festgestellt haben, wenn man so ein klassisches Multiple-Choice-Quiz hat, man guckt sich ja alle Antworten an und lernt sogar was über die anderen Antworten. Die bleiben auch noch ein bisschen im Hirn. Vielleicht nicht allzu
Das ist vielleicht nicht allzu tiefes Wissen, was man so aufbaut, aber es kommt etwas an. Am schönsten ist natürlich, wenn man dieses hier erreicht, dass man tiefes Lernen wirklich anstößt. Nicht irgendwas Oberflächliches, sondern die Leute zum tiefen Lernen bringt. Strategien. Ich kann nach dem nächsten Schritt fragen. Wenn ich einen Beweis habe, eine Herleitung habe, kann ich fragen, okay, wie geht's weiter? Denk drüber nach, wie es weitergeht. Selbsterklärungen. Da gibt's ziemlich viel Forschung dazu. Ich versuche, den Lerner, die Lernerin dazu anzuregen, nachzudenken. Kann das so sein? Oder ein anderes Beispiel, ein anderer Fall, können wir das hier anwenden? Wie müssten wir das ändern? Das kann man jetzt mit den MOOCs auch sehr schön so machen, dass man sagt, schreib mal 3 Sätze dazu auf, wie du dir das denkst, und dann verteilen wir diese 3 Sätze unter anderen Leuten anonym und die kommentieren das. Und du kriegst von denen deren Sachen und kommentierst das. Dann haben wir weniger Lehrbelastung und haben das in die Masse verteilt. Das kann man schön kombinieren mit Peer Review, solche Ansätze. Und entdeckendes Lernen, das versuche ich hier an ganz vielen Stellen bei dem Udacity MOOC. Ich erkläre, wie man die zentrale Differenzenformel für die 2. Ableitung kriegt. Hier steht nichts von O, sowas, das ist alles sehr händewedelnd und anschaulich, nicht sehr exakt. Und möchte dann, dass das Publikum darüber nachdenkt, wie man denn jetzt die zentrale Differenzformel für die 4. Ableitung kriegt. Dazu muss man schon ziemlich gut diese Herleitung verstanden haben oder tatsächlich in der Lage sein, diese Formel einmal in sich selbst einzusetzen. Das setzt schon einiges an Arbeit voraus. Das gelingt den einen sehr leicht und die anderen scheitern dran. Das ist schwierig, das habe ich an der Stelle gelernt. Es gibt Studentinnen und Studenten, die sind von der Schule geprägt, Mathematik ist ein Rezept und Feierabend. Die stehen an dieser Stelle völlig auf dem Schlauch, ohne Hilfe. Und es gibt andere, die haben das verinnerlicht, dass man selber nachdenken muss und was entdecken muss, die lösen das in 30 Sekunden. Das ist sehr schwierig zu veranstalten, wenn man nicht die direkte Betreuung hat. Da muss man vorsichtig sein. Diese Strategie kann man machen. Was mache ich nun als nächstes in der Veranstaltung, in irgendeiner Herleitung? Was mache ich da als nächstes? Ja, auch nun kommt dieses hier jetzt. Capira ist ein Projekt mit insbesondere Robin Woll von der Uni Saarbrücken und weiteren Studenten. Da bin ich diese Wochen häufiger in Saarbrücken und wir arbeiten daran, das für den Mathematikvorkurs an meiner Hochschule zum Laufen zu kriegen. Massive Quizifizierung, dass man wirklich zum Beispiel alle 30 Sekunden ein Quiz drin hat. Ich zeige mal ein Beispiel. Das ist natürlich jetzt total ebenerdige Mathematik. Ich will einmal diesen ganz ebenerdigen Vorkurs haben. Da ist er doch. Ich will einmal diesen ganz ebenerdigen Vorkurs haben und daneben will ich noch was zur allgemeinen Relativitätstheorie machen, dass man mal so Spannbreite sehen kann, ob das mit Quizzen an verschiedenen Stellen funktioniert. So sieht das dann aus. Das sind Aufzeichnungen, Sie sehen total hässliche Aufzeichnungen aus dem Vorkurs, den ich vor 2 Jahren gemacht habe. Sie müssen die Beschreibung sich angucken, wie weit gehen Sie nach oben im Verhältnis zu wie weit gehen Sie nach rechts? Wie weit gehen Sie nach oben im Verhältnis zu wie weit gehen Sie nach rechts? Und das macht? Und das ist jetzt das Neue. In das Video rein gibt es eine Frage. Hier muss ich jetzt einschreiben, okay, die Steigung ist 1/3. Dabei läuft noch die Zeit ab, dass man nicht auf Facebook abdriftet. Eigentlich ist das mit dem Zeitdruck keine gute Idee, aber wir bauen das ein als Mittel gegen Ablenkung. Man muss das jetzt auch schon. Okay, 1/3, ja, das wird schon irgendwie. Glück gehabt. Und wie bei Pavlov gibt es dann noch das Klingelgeräusch. So kann das aussehen. Das nächste Quiz, was passiert, wenn ich jetzt hier für x die 1 einsetze, dann kommt da hoffentlich 2 raus und so weiter. Sie sehen, das ist jetzt total ebenerdig, das wird der Mathematikvorkurs, der Vorvorkurs, wenn Sie so wollen, weil wir sehen das an ganz vielen Stellen. Bruchrechnen, Proportionalität, Sinus und Cosinus, das sitzt einfach nicht. Das hat man irgendwann mal gehört, aber es sitzt nicht. Deshalb diese Geschichten und man kann eben, weil das alles HTML-basiert ist, kann man ziemlich durchgeknallte Sachen machen. Zum Beispiel sowas hier. Ah, ich hätte die starten sollen. Nochmal. So. Sowas hier. Was ist die Gerade mit 100% Steigung? Da muss ich jetzt das hier anklicken. Also. Das ist alles über die YouTube-Videos drüber gelegt. Das macht es so schön integrativ. Es ist nicht ein neuer Bildschirm.
das ist alles lückenlos in dem Video drin. Da arbeiten wir jetzt dran und versuchen das bis Ende August so weit zum Laufen zu kriegen, dass es den Fokus machen kann. Das ist dann auch für alle sichtbar, öffentlich, und bei zwei, drei Sachen aus der allgemeinen Relativitätstheorie auch machen kann, dass man eine Idee kriegt, ob man so auch einen Krümmungstensor erklären kann. Ich weiß es noch nicht, ich bin gespannt. Das ist Capira. Ja, das ist der Stand von vorgestern. Die Präsenzphase, was machen wir denn eigentlich nun live? Ich bin kein Freund von diesem klassisch deutschen fragenden, entwickelnden Unterricht. Das habe ich in meinen Anfangszeiten probiert. Das Problem ist, es arbeiten 5 Leute mit und der Rest langweilt sich. Das finde ich nicht sehr zielführend. Was ich mache, das habe ich ja auch schon angedeutet, ist betreute Partnerarbeit. Ich stelle Aufgaben und sage den Studentinnen und Studenten so, probiert es mal, wie geht er dran, und gehe dann durch die Reihen und gebe Tipps und gucke, was geht, was nicht geht. Wenn ich sehe, dass was ganz schief geht, gebe ich ein paar Hilfen. Und irgendwann steht dann zum Schluss tatsächlich bei allen Lösung. So sieht das denn aus. Es ist eine Gruppenübung, wenn man will, oder eine Präsenzübung, so sollte ich es vielleicht nennen, eine Präsenzübung, die dann auch wieder aufgezeichnet wird. Eigentlich kein Plenum. Ich stelle verschiedene Typen von Aufgaben. Erstmals zum Einstieg natürlich Aufgaben, in denen ich feststellen will, ob das überhaupt funktioniert. Wenn Sinus und Cosinus dran sind oder wenn Eulersche Identität dran ist oder Differentialgleichungen mit trennbaren Variablen dran sind, dann gibt es erstmal wie aus dem Schulbuch so eine Aufgabe, damit ich sehen kann, ob überhaupt was da ist. Smoke-Test ist auch wieder ein Begriff aus der Informatik. Ich möchte wissen, ob ein Programm läuft oder sofort abstürzt. Das ist, womit ich einsteige. Dann Transferaufgaben. Okay, gibt's jetzt, wir gucken uns von mir aus lineare Differentialgleichungen an. Was ist passiert, wenn ich irgendwelche Sonderfälle habe? Wie könnte man mit den Sonderfällen umgehen? Ich erzähle gerade Unsinn, das ist schon entdeckendes Lernen, nicht? Transferaufgaben wäre, dass ich eine ähnliche Aufgabe auf einem anderen Gebiet habe. Addition von Vektoren. Was ist, wenn ich Funktionen addiere? Ist das sowas Ähnliches wie Vektoren, wenn ich Funktionen addiere? Und hier unten hätten wir dann tatsächlich sowas, Spezialfälle. Zum Beispiel mal Lösen von Differentialgleichungen. Wie kann ich damit eigentlich umgehen? Was für Tricks müsste ich da erfinden? Was sind eigentlich die Probleme, bevor ich die Tricks erfinde? Alternative Möglichkeit, der Kollege Spannagel aus Heidelberg macht das aktive Plenum für seine angehenden Mathematiklehrerinnen und Lehrer. Da stehen dann wirklich Studentinnen und Studenten vorne und moderieren ein Unterrichtsgespräch. Das ist natürlich für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer total wichtig. Für meine angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure finde ich das nicht ganz so wichtig. Das mache ich nicht auf diese Weise. Bei mir gibt es diese betreute Partnerarbeit. Im Hörsaal, im gestuften Hörsaal, man arbeitet einfach mit den Nachbarinnen und Nachbarn zusammen. Was ich nicht mache, aber was sehr hilfreich sein könnte, das weiß man aus der einen oder anderen Studie, nennt sich Flipped Mastery Learning. Zumindest einige Leute nennen das Flipped Mastery Learning. Dass man sagt, okay, diese Präsenzphase, dass ich am Anfang eine Aufgabe stelle und dann arbeiten alle an dieser Aufgabe, bis sie fertig ist. Und dann stelle ich wieder eine Aufgabe und dann arbeiten alle an der Aufgabe, bis sie fertig ist. Und dann noch eine und so weiter. Das ist ja ungeschickt, weil ich die Synchronität erzwinge. Alle arbeiten dann ja doch wieder im Gleichtakt. Viel lustiger wäre es, viel sinnvoller wäre es, wenn die Ersten sich nochmal über Ableitungen klar wären, während die nächsten trennbare Variablen sich angucken und so weiter, dass ich das asynchron mache. Jeder ist da, in kleinen Gruppen, jeder ist da, wo er gerade ist und arbeitet in diesem Tempo alleine, dass nichts Synchrones mehr stattfindet. Auch in der, in Anführungszeichen, Vorlesung nichts Synchrones mehr stattfindet. Das ist schon ein weiter Schritt, den bin ich noch nicht gegangen, vielleicht schaffe ich es mal im Wintersemester. Das scheint mir sehr sinnvoll, das zu machen. Bildung, das ganz große Thema zum Schluss. Ist das noch Hochschule, möchte man sich an einigen Stellen fragen. Ich muss nur noch Videos gucken, ich kriege eine vorgefertigte Liste, guckt euch diese Videos an und da füllt er Lückentexte aus und dann kommt hin und wieder ein Quiz und dann gibt es auch ein schönes Klingelgeräusch, wenn man das Quiz gelöst hat. Das ist ja schon ganz schön billig. Und dann die vereinfachten Darstellungen, da haben Sie gesehen, Definition, Satz, Beweis, da ist nicht die Rede von bei mir.
ist das eigentlich eine Unterforderung? Ist das Hochschule oder ist das eine Unterforderung, was da stattfindet? Das sind sehr berechtigte Fragen, die ich mir auch stelle. Aus Sicht der Forschung ist das dazu interessant. Das, was man gefühlt lernt, ist bei Weitem nicht das, was man wirklich lernt. Die beiden sind voneinander verschieden. Das kann mehr sein und das kann weniger sein, was ich wirklich lerne. Das, was ich aktuell in irgendeinem Test leisten kann, irgendein Quiz, wenn ich das Quiz beantworte, heißt das noch nicht, dass ich dauerhaft gelernt habe, was in diesem Quiz vorkommt. Ganz im Gegenteil, wenn ich das Quiz falsch beantworte, kann sein, dass ich es letztendlich gelernt habe. Eine typische Illusion von Seiten der Studentinnen und Studenten ist auch, man macht alles jetzt auf einen Haufen, in 2 Wochen lernt, in Anführungszeichen, lernt man. Und glaubt dann, was gelernt zu haben, hat man nicht. Das ist definitiv auch sofort wieder weg, nachgewiesenermaßen. Man muss verteilt lernen, man muss andere Sachen zwischendurch mischen. Und was die Frage, ist das noch Hochschule angeht, das ist die wichtigste Illusion. Wenn es zu einfach ist, lerne ich auch nichts. Wenn ich alle Fragen sofort beantworten kann, habe ich nichts gelernt. Es muss schwierig sein. Björk und Björk haben dafür so einen schönen Namen, Desirable Difficulties. Es ist ein gewisses Moment, ein gewisser Grad an Schwierigkeit erwünscht, sogar nötig, damit ich lerne. Es darf nicht zu einfach sein. Das ist auch wieder das Phänomen, wenn man genau das tut, was alle wollen, schön einfach, schön weich gekocht und man wird schön an die Hand genommen, dann hat man höchstwahrscheinlich das Lernen ruiniert. Man muss also das tun, was das Publikum nicht will. Sehr gefährlich bei diesen Formaten. Wenn es um große Anzahlen von Teilnehmern geht, wenn es darum geht, ganz viele Klicks auf YouTube zu haben, kann das genau in die falsche Richtung gehen. Das Publikum will vielleicht etwas, was nicht lernen ist. Persönlichkeitsfaktoren sind das Spannende, was man eigentlich fördern müsste. Viel grundlegender. Statt dass wir das Lernen in kleine, einfache Stücke zerbrechen, müssten wir uns eher Gedanken darüber machen, was ist eigentlich wichtig. Ich muss damit leben können, nicht sofort belohnt zu werden, nicht nach 30 Sekunden ein Klingeling zu kriegen, weil ich Brüche addieren kann. Dieses klassische Experiment, Stanford Marshmallow Experiment. Man sagt Kindern, ihr habt da einen Marshmallow, also dieses Zuckerding, ihr habt da einen Marshmallow, wenn er den eine Viertelstunde da liegen lässt, kriegt er noch einen. Aber wenn er den vorisst, kriegt er keinen. Und dann guckt man sich diese Kinder an, wenn sie erwachsen sind. Die Kinder, die es schaffen, den Marshmallow liegen zu lassen, das sind die Erfolgreichen im Leben. Das müsste man eigentlich trainieren. Das ist, worauf es dann nachher ankommt. Frustrationstoleranz genauso, gerade in der Mathematik. Es zu ertragen, dass man eine Woche lang über einen Beweis brütet und es nicht herauskriegt. Da lernt man was. Wenn ich den Beweis in 2 Sekunden hinschreiben kann, habe ich nichts gelernt. Ich habe hier extra amerikanische Schriften genommen. Grit, wie im Western, True Grit. Der Mumm, sich durchbeißen zu können, dass der Biss. Das ist, was wichtig ist, sich durchbeißen zu können, den Mumm zu haben und den Growth Mindset, das hört sich so kalifornisch an, nicht? Der Grit kommt aus Texas und der Growth Mindset kommt irgendwie aus San Francisco, von den Gedanken her, dass man die Idee hat, dass Mathematik kein Talentfach ist, sondern dass man mathematisches Verständnis entwickeln kann. Man muss sich nur anstrengen. Man kann es, wenn man nur will. Da gibt es sehr interessante Studien dazu, wenn Schülerinnen und Schüler das so auffassen, dann schaffen die was in der Mathematik. Und alle, die glauben, Mathematik ist Talent, die brechen bei dem ersten Problem ein. Darum müsste es eigentlich gehen. Das ist viel grundlegender als das, was wir mit den Videos und den Quizzes veranstalten. Ich habe als letztes hier, wie ist der Stoff? Ich frage lieber gerne, wer hat das letzte halbe Jahr eine quadratische Gleichung lösen müssen? Es ist sehr spannend, was wir an Stoff reinpauken und was dann nachher im wahren Leben wieder verwendet wird. Die Physiker wissen das schon seit Jahrzehnten, es gibt das sogenannte Force Concept Inventory. Man fragt einfache Sachen über Kräfte, über physikalische Kräfte. Wie fliegt irgendein Gegenstand? Wie fällt was aus dem Flugzeug? Wie geht irgendwas in die Kurve rein? Ganz einfache Sachen, ohne Formeln, ohne alles. Und reihenweise scheitern Physikstudentinnen und Studenten an solchen einfachen Fragen. Die rechnen die wildesten Aufgaben, aber sie wissen nicht, was Kraft ist. Lange bekannt. Wenn Sie googeln wollen, the private universe, es gibt ein paar
Videointerviews mit Harvard-Absolventen, wo die gefragt werden, wie die Jahreszeiten entstehen. Wie entstehen Herbst, Sommer, Winter, Frühling, in welcher Reihenfolge auch immer. Und dann sagen die, ja, im Sommer ist die Erde näher an der Sonne. Harvard-Absolventen. Ist offensichtlich irgendwas ganz schief gegangen, schon 1987. Es gibt wenige Studien, vielleicht traut sich keiner da mal nachzufassen, es gibt wenige Studien, in denen wirklich mal durchleuchtet wird, was man als Ingenieurin, als Ingenieur wirklich braucht. Das hier ist eine davon. Und dann wird hier ein Ingenieur zitiert, dass man vielleicht hin und wieder mal quadriert oder die dritte Potenz bildet. Der redet nicht von Laplace-Transformation und der redet nicht von Divergenz und Rotation und ähnlichen Geschichten. Ich selbst habe das Problem im vierten Semester, dass die banalsten Sachen weg sind. Es gibt Studenten, bei denen die banalsten Sachen weg sind im vierten Semester. Wenn dann irgendwas zu programmieren ist, ich möchte ein Diagramm skalieren auf dem Bildschirm, einfachster Dreisatz, es geht nicht mehr. Ein Jahr vorher haben die Laplace-Transformationen ausgerechnet und Differentialgleichungen gelöst. Und dann können sie plötzlich nicht mehr den Dreisatz. Diese Vorstellung von Stoff, in Anführungszeichen, an der muss irgendwas krumm sein. Es gibt Ideen dazu, zum Beispiel, dass man sagt, die Idee, was wir bisher vermitteln, ist elementitisch. Nur Elemente, nur Atome, Wissensatome, aber nichts Zusammenhängendes. Es fügt sich nicht zum Ganzen. Vielleicht am Ende des Studiums könnte es sich mal zum Ganzen fügen, aber das ist viel zu spät, bis dahin ist alles wieder weg. Use it or lose it. Roger Shank hat so eine schöne Idee, Story-Centered Curriculum. Wir arbeiten nicht atomar, sondern wir denken uns eine Geschichte aus. Eine Veranstaltung ist eine Geschichte, eine Anwendungsgeschichte. Und da kommt dann alles vor, von Naturwissenschaften bis Jura. So etwas Ähnliches habe ich in meinem MOOC bei Udacity versucht. Da gibt es eben eine Einheit, in der geht es um Antiblockiersysteme und es kommt alles Mögliche vor, was irgendwie in Antiblockiersysteme reinpasst. Jura nicht, das hätte ich noch machen müssen, fällt mir dabei ein. Aber es geht quer um Antiblockiersysteme. Nicht nur um, was die Differentialgleichungen dazu sind. Und absurd finde ich, dass in typischen Klausuren dann das so gehandhabt wird, dass man 50% durchkommt. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Wenn ich sage, das muss alles gekonnt werden, das ist alles total wichtig, und dann lasse ich Leute mit 50% bestehen. Und die sollen dann im nächsten Semester, obwohl sie nur 50% können, Teil 2 davon machen. Es kann so nicht funktionieren. Mastery Learning wäre die Alternative dazu. Wir wollen wirklich 99% haben und nicht nur 50%. Zum Fazit. Es gibt eine Chance, weg vom Frontalen zu kommen. Es gibt viele Chancen, weg vom Frontalen zu kommen, etwas Sinnvolleres zu machen, gemeinsam zu arbeiten. Ich sehe viele Möglichkeiten zu mitmachen, insbesondere in der Mathematik, auch in anderen Fächern, dass man übt, auf einfachster Basis erstmal übt. Thermoumformen. Wie sieht ein Beweis typischerweise aus? Ist das einer oder ist das keiner? Ganz banal erstmal übt. Dann mit- und vorausdenken, Strategien zu entwickeln. Ist das ein sinnvolles Vorgehen? Ist das ein weniger sinnvolles Vorgehen? Was müsste ich nun tun? Wie geht so eine Herleitung? Was kann ich hier anwenden? Und als tiefstes Entdecken, Discovery Learning, dass ich selbst für mich neue Sachen entdecke, dass ich nicht serviert kriege, das hier ist der Sowieso-Satz, sondern dass ich dahin geleitet werde, diesen Satz selbst zu finden. Das macht man an vielen Stellen in der Mathematik. Ich weiß nicht, ob man das in der Service-Mathematik sehr häufig macht. Ich weiß es eben von mir bei den Ingenieurwissenschaften. Da neigt man dazu, das einfach als Gesetz zu sagen. Hier, das ist der Satz von Gauss, friss oder stirb, statt dass der entdeckt wird. Das Problem, was ich bei all dem sehe, dass wir bei diesem Abfrühstücken in kleinen Lektionen, dass wir da nicht Bildung veranstalten, sondern Dressur veranstalten. Dass wir blind pauken, Bulimie lernen, perfektionieren, elektrifizieren, aber nicht mehr Bildung veranstalten. Das darf nicht vergessen werden. Das muss das Wesentliche sein. Das muss man die ganze Zeit im Auge behalten. Vielen Dank.